Ach, ihr schon wieder. Hallöchen. Seid ihr schon wieder rum? Ihr wollt wieder eine Weihnachtsgeschichte hören, ne? Da muss ich mal suchen. Was haben wir denn? Da nicht. Ha, die ist doch schön. Advent, Advent, ein Kraftwerk brennt. Auch in diesem Jahr häufen sich Katastrophenmeldungen von Ereignissen, die auf zu exzessiven Gebrauch von Weihnachtsdekorationen zurückzuführen sind. Sonntag, 1. Advent, 10 Uhr. In der Reihenhaussiedlung Onkelsteig lässt sich Rentnerin Erna B. durch ihren Enkel Norbert 3 Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres Wohnzimmers installieren. Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich aus. Die Freude ist groß. 10.14 Uhr. Beim Entleeren des Mülleimers beobachtet Nachbar Ottfried P. die provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus und kontert umgehend mit der Aufstellung des 10-armigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt im Küchenfenster. Stunden später erstrahlt die gesamte Siedlung Onkelstieg im sinnlichen Glanz von 134 Fensterdekorationen. 19.03 Uhr. Im 14 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk Sottrup-Hocklage registriert der wachhabende Ingenieur irrtümlich einen Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Stenkelfeld Nord, ist aber zunächst arglos. 20.17 Uhr. Den Eheleuten Horst und Heidi E. gelingt der Anschluss einer Kettenschaltung von 96 Halogenfilmleuchten durch sämtliche Bäume ihres Obstgartens an das Drehstromnetz. Teile der heimischen Vogelwelt beginnen verwirrt mit dem Nestbau. 20.56 Uhr. Der Diskothekenbesitzer Alfons K. sieht sich genötigt, seinerseits einen Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung beizutragen und montiert auf dem Flachdach seines Bungalows das Laserensemble Metropolis, das zu den leistungsstärksten Europas zählt. Die 40 Meter Fassade eines angrenzenden Getreidesilos hält dem Dauerfeuer der Nikolaus-Projektion mehrere Minuten stand, bevor sie mit dem hässlichen Geräusch zusammenbröckelt. 21.30 Uhr. In Trubel einer Clubfeier im Kohlekraftwerk Sottrup-Hocklage verhallt das Alarmsignal aus Generatorhalle 5. 21.50 Uhr. Der 85-jährige Kriegsveteran August R. zaubert mit 190 Flakscheinwerfern des Typs Warta Volkssturm den Stern von Bethlehem an tief hängende Wolkendecke. 22.12 Uhr. Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute mit leichtem Gepäck und sommerlicher Kleidung irrt verängstigt durch die Siedlung Onkelsteig. Zuvor war ihre Boeing 747 der Singapore Airlines mit dem Ziel Sydney versehentlich in der mit 3000 bunten Neonröhren gepflasterten Garagenzufahrt der Bäckerei Brohrmeier gelandet. 22.37 Uhr. Die NASA-Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rande der Milchstraße Bilder einer angeblichen Supernova auf der nördlichen Erdhalbkugel. Die Experten in Houston sind ratlos. 22.50 Uhr. Ein leichtes Beben erschüttert die Umgebung des Kohlekraftwerks Sottrup-Hocklage. Der gesamte Komplex mit seinen 30 Turbinen läuft mit 350 Megawatt brüllend jenseits der Belastungsgrenze. 23.06 Uhr. In der taghell erleuchteten Siedlung Onkelsteig erwacht Studentin Bettina U. und freut sich irrtümlich über den sonnigen Dezembermorgen. Um genau 23.12 Uhr betätigt sie den Schalter ihrer Kaffeemaschine. 23.12 Uhr und 14 Sekunden. In die plötzliche Dunkelheit des gesamten Landkreis Stenkelfels bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Sottrup-Hocklage wie Donnerhall. Durch den stockfinsteren Ort stapfen irre, verwirrte Menschen. Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem Adventskranz nicht genug war. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wünsche euch ein frohes Fest
ein paar besinnliche Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im nächsten Mal. Tschüss.